vorgestellt habe, dass ich diesen Vortrag aufbauen will, ist, dass ich erstmal eine doppelte Einleitung, Hinführung, das Verfasserlexikon und die Folgen, wie ich eigentlich zu diesem Thema gekommen bin. Ich hatte es ja schon angedeutet, es ist ein Tübinger Thema im Grunde. Dann kurz skizzieren den Hintergrund der Medinger Handschriften und dann zwei Fallbeispiele durchgehen, wie der Ostertag gegrüßt wird in diesen Medinger Handschriften, und zwar einmal die Hildesheimer Handschrift, aus der das Titelbild war, die 1478 von der Medinger Nonne Wienheit von Winsen geschrieben ist, und dann die Gotha-Handschrift, von der ich Ihnen schon die, das Handout geschickt hatte, was Sie nicht brauchen. Also sie, es ist nur als Art Sicherheitskopie verschickt worden. Ich werde da eine Art Close Reading von zwei Seiten aus der Gotha-Handschrift machen, die in Kloster Medingen geschrieben wurde, aber bestimmt ist für eine weltliche Frau, die Bürgermeistersfrau von Lüneburg, Anna Töbing, geborene Elebecke. Und dann als dritten Punkt überlegen, wie über diese Personifikation des Ostertags Vergegenwärtigungsstrategien von Andacht von den Nonnen genutzt werden, und als Ausblick dann auch, wie das, wie Personifikation, Vergegenwärtigungsstrategien und digitale Möglichkeiten sich zusammen verhalten. Der theoretische Ansatz von Personifikation wird sozusagen im Augenwinkel behalten während des Vortrags, aber ich habe mir überlegt, dass ich Ihnen erstmal das Material präsentiere und meine theoretischen Überlegungen dazu gerne in die Diskussion verlagern will und auch von Ihnen hören, was Ihre Verbindungslinien zu Ihren eigenen Projekten innerhalb des Sonderforschungsbereichs ausmachen. Damit würde ich jetzt einsteigen mit der Einleitung. Ich muss selbst mich hier durch meine Notizen scrollen. Und zwar, wie kam ich überhaupt auf dieses Thema? Es fing damit an, dass wir, und ich vermute, vielleicht auch Sie sind noch darauf konditioniert, von Burkhard Wachinger, überall, wo man deutsche mittelalterliche Texte sah, die möglicherweise nicht verzeichnet sind im Verfasserlexikon, das zu melden. Ich sah im Jahr 2000 dieses Antependium im Kästner Museum in Hannover beim Umsteigen, und mir fiel auf, dass auf den Schriftbändern, die über das ganze Antependium verteilt sind, mehrere deutsche Reimtexte verteilt sind. Und als ich das Burkhard Wachinger berichtete, sagte er, er hätte dieses Antependium nicht bisher im Verzeichnis, und ich sollte doch bitte eine halbe Spalte dafür schreiben. Aus dieser halben Spalte im Jahr 2000 ist inzwischen ein ziemlich großes Forschungsprojekt geworden und mehrere Monographien. Und es ist aber weiterhin für mich eigentlich dieses Antependium der beste Einstieg, um die Bild- und Text- und Vorstellungswelt der Medinger Nonnen zu vermitteln. Wichmannsburg ist eine Pfarrkirche, die im Bereich eine der Gemeinden ist, die zugeordnet waren dem Kloster Medingen und für die Nonnen
Textilien herstellten. Und in diese Textilien viel von ihrer geistlichen Welt packten. Ich zeige Ihnen hier gerade einmal einen Ausschnitt jetzt zum Osterfest. Also vielleicht gerade noch mal kurz zurück. Das Andependium ist so aufgebaut, es sind 3,5 Meter breit, also ein bisschen schmaler als hier der Tristan-Teppich hinter mir, aber nicht viel. Und Sie sehen in der Mitte Christus als den Lebensbaum. Eine Nonne steigt hoch die Leiter in die Seitenwunde Christi. Hinter ihr oder unter ihr steht der Teufel mit Geweih, schießt mit einer Armbrust hoch und beschimpft sie auf Niederdeutsch. Unter dem Kreuzesstamm sammelt eine Nonne Blumen in ein Tuch und kommentiert sich dabei selbst, Hortus Conclusus Formel, auch Social Distancing. In der Mitte der Lebensbaum wird flankiert von Weihnachten auf der linken Seite und Ostern auf der rechten Seite. Und dazwischen im Baum sind die Apostel und Propheten angeordnet in der liturgischen Abfolge des Kirchenjahres. Es fängt also an ganz links oben, vielleicht können Sie es klein sehen, Andreas mit dem Kreuz, Andreaskreuz. Das ist das offizielle Anfangsfest für das Kirchenjahr, Ende November. Und es hört auf mit dem letzten Apostelfest im Oktober. Und das heißt, das Andependium ist sowohl von dem Zentrum her lesbar, wie auch als eine liturgische Abfolge. Und hier kommen wir wieder auf die Didaxe zurück, mit der Sandra Linden und ich uns beschäftigt haben. Es ist eine anschauliche Vermittlung der Hauptlehren des Kirchenjahres. Und ganz viele Details verbergen sich da drin. Unter anderem hier sehen Sie bei der Auferstehungsszene, Christus springt mit einem Fuß aus dem Grabe. Das ist die typische Darstellung, wie sie in den Lüneburger Klöstern sich findet. Schwingt mit der einen Hand die Siegesfahne, mit der anderen hat er eine Sprechblase, lateinisch Data est mihi omnis potestas in caelo et terra, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Neben ihm sind zwei Engel, die mit Musikinstrumenten spielen. Unter ihm sind die zwei Wachen, die auch ein Schriftband haben. Und diese ganzen Elemente sind aufgenäht auf das Andependium, weitgehend aus Stoffresten, teilweise aber auch aus Pergamentstücken. Also die Instrumente sind vergoldete und versilberte Pergamentfetzen. Und links und rechts neben den beiden Wachen sehen Sie noch zwei weitere kleinere Figuren. Und vielleicht können Sie sehen, die haben jetzt keine historische Rüstung an, sondern blonde Locken, bunte Hosen, bunte Gewänder. Und die halten volkssprachige Texte. Und zwar zwei sogenannte Leisen, also kurze Text-Singstrophen, die enden mit Kyrieleis. Also Sie kennen vielleicht das Christ ist der Stern von der Matale, das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrieleis. Eine der ältesten durchgängig erhaltenen volkssprachigen Gesangsstrophen, entwickelt als Antwort auf die lateinischen Sequenzen, die gesungen wurden, in dem Fall das Victime Paschali Laudis. Victime Paschali Laudis, ist das gleich wie Christus der Stachanden. Die lateinischen Sequenzen
haben also diese deutschen Antwortgesänge hervorgebracht. Und der erste Ort, an dem das festgehalten ist, wie diese deutschsprachigen Gesänge, die von den Laien auch gesungen wurden, in die lateinische Liturgie eingebaut werden konnten, sind die Medinger Handschriften. Das heißt, als ich versucht habe, diese halbe Spalte für das Verfasserlexikon zu schreiben und den einzelnen Liedzitaten nachgegangen bin, stieß ich immer wieder auf Meding, nicht nur als Ort, wo das gearbeitet wurde, sondern auch als Ort, wo festgehalten wurde, wie Laien ihre deutschen Gesänge einbringen können in die Liturgie. Und zwar gibt es aus Meding ein Handbuch des Propstes, das eine Art Regiebuch abgibt, wer wann was zu singen hat. Und da ist angegeben, es fängt der Klerus an, der intoniert die Sequenz, dann singen die Nonnen die lateinischen Verse, dann antwortet die Gemeinde bestätigend mit dem Christ ist erstanden. Oder in dem Fall von also heilig ist der Sadach, dat den Nähnmann full loven mach. Das ist die Antwort auf das Salve festa dies. Gegrüßet seist du heiliger Tag. Damit sind wir bei dem Ostertag. Und das als zentrale, dieser Gruß, Salve festa dies, als Auslöser für die ganze Imagination, wie man eigentlich diesen Tag begrüßen kann. Das Handbuch des Medinger Propstes liegt in Oxford, in der Bodleian Library. Und als ich das erste Mal nach Oxford kam, das war, als ich gerade an dieser halben Spalte knabberte, war das auf Einladung von Nigel Palmer, der gerade den Handschrifteneintrag für diesen Band revidiert hatte, mich darauf hinwies. Und seitdem arbeite ich eigentlich an dieser genauen Verbindung Tübinger Thema und Oxforder Handschriften. Und was wir jetzt hier gesehen haben, quasi in Nutze oder im Teppich, findet sich in den gesamten norddeutschen Frauenklöstern wieder. Das ist jetzt also der zweite Hinleitungsteil. Wie positionieren sich eigentlich die Medinger Handschriften in der geistlichen Landschaft Norddeutschlands? Ich habe Ihnen die Hansekarte aus dem Band, den Sandra Linden auch am Anfang erwähnte, aufgeblendet, wo wir einmal versucht haben zu kartieren, die Orte, die Handelsorte der Hanse und wie die sich verhalten zur geistlichen Verbreitung von Themen der Devotio Moderna im Nord- und Ostseeraum. Lüneburg war die reichste der Hansestädte, weil Lüneburg natürliches Salzvorkommen hat und dadurch zugreifen kann auf einen fast unerschöpflichen Reichtum, denn ganz Skandinavien war auf die Salzproduktion, die über Lübeck nach Skandinavien verschifft wurde, angewiesen. Und das hieß, dass Lüneburg sich 6 Frauenklöster leisten konnte, die reich ausgestattet waren, eben darunter Wienhausen, wie hier der Tristan-Teppich, darunter Kloster Ebsdorf mit dem reichsten Bestand an Schulhandschriften eines Frauenklosters und Kloster Meding. Was das Besondere an dieser Gruppe von Klöstern ist, und deswegen habe ich Ihnen hier auf der rechten Seite eine Karte aus einem Rezeptbuch von vor ein paar Jahren eingeblendet, die Äbtissinnen der evangelischen Klöster und Stifter in Niedersachsen gemeinsam gemacht haben, ist, dass diese Klöster nie aufgelöst wurden. Für mich
als Oxforderin besonders spannend, dass ich denke, es ist zusammen mit den Oxforder und Cambridger Colleges ziemlich der einzige Fall, dass man in Europa eine Kontinuität von Mittelalter bis Gegenwart hat, nicht unbedingt in genau der Form, aber doch in der geistlichen oder geistigen Bestimmung einer Einrichtung, die durch alles Shapeshifting hindurch etwas bewahrt hat von dem ursprünglichen Auftrag. Das heißt auch, sie haben nie was weggeschmissen und man hat unvergleichlich reiche Archive und kann dieses Netzwerk der damaligen Zeit in erstaunlichem Detail rekonstruieren. Sandra Linden hatte auch bereits erwähnt, dass das andere Projekt, an dem ich im Augenblick mit Eva Schlothäuber arbeite, die Edition der 1800 Briefe ist, die die Nonnen im Kloster Lüne gesammelt haben und die den Austausch zwischen diesen Frauenklöstern im Spätmittelalter beleuchtet. Ich habe ihn jetzt nur einmal als einen Brief eingeblendet, wo die Mediger Nonnen den Tod ihrer Äbtissin nach Lüne melden und um Gebetsgedächtnis bitten. Wir haben auch Briefe, in denen es darum geht, wie Handschriften ausgetauscht werden, wie Neujahrsgeschenke geschickt werden, gebackene Einhörner mit vergoldetem Horn oder wie um eine Zementlieferung gebeten wird, aber auch gemeinsame Lobbyarbeit, wie setzt man sich gegenüber dem Herzog durch, denn der gemeinsame Zusammenhalt war besonders nötig Anfang des 16. Jahrhunderts, als der Herzog von Braunschweig-Lüneburg versuchte, die Klöster aufzulösen und das Eigentum zu beschlagnahmen. Die Nonnen haben sich erfolgreich zur Wehr gesetzt, auch deswegen, weil sie so gut vernetzt waren und haben es geschafft, dass sie als einzige Zugeständnisse hatten, sie mussten einen lutherischen Beichtvater akzeptieren und Abendmahl unter beiderlei Gestalt einnehmen. Aber sie konnten ihre Liturgie weiterhin lateinisch feiern, sie konnten ihr Habit behalten, sie konnten auch ihre Statuen, es fand kein Bildersturm statt und die ganze gesamte Lebensform als Gemeinschaft weiter bewahren. Ich habe Ihnen das hier auf dem auf der Zeitschiene einmal angezeigt von der Gründung Medings 1228 bis zur Einsetzung der letzten Äbtissin. Christine Püttmann, eine promovierte Kunsthistorikerin 2012, die unter anderem zu meiner Antrittsvorlesung in vollem Ornat kam. Und die Medinger Handschrift wurde in der Prozession hereingetragen mit der Äbtissin, die daneben schritt. Und das war schon ein besonderer Moment, dieses Ganze zusammenzubringen. Warum sind dann Handschriften nicht in Meding? Hier, das ist einmal ein Ausschnitt aus der Datenbank, die ich aufgebaut habe. Seit 2000 sind es 50 Nummern geworden, die ich inzwischen verzeichnet habe an Medinger Handschriften. Sie haben die gesamten Links zu den verschiedenen Websites in dem Dokument, was Sandra Linden in den Chat gestellt hat. Die Handschriften sind jetzt in aller Welt verstreut. Teilweise deswegen, weil im 18. Jahrhundert die Äbtissin beschloss, überflüssige, kostbare Gegenstände zu veräußern, um damit einen Konventneubau zu finanzieren. Teilweise aber auch, weil sie von vornherein
als Teil von Outreach-Programmen oder also keine, eine Art Volkshochschulprogramm gedacht waren, eben aus dem Kloster heraus an Laien zu gehen, um die eigene geistliche Prägung weiterzugeben. Das heißt, die Handschrift, von der ich Ihnen die, das Handout geschickt habe, GO für Gotha, ist eben an die Bürgermeisterfrau von vornherein aus dem Kloster geliefert worden. Und die anderen Handschriften, oder jede Handschrift ist personalisiert. Es gibt also keine Standardproduktion, es gibt keine serielle Herstellung, wie man es sonst bei spätmittelalterlichen Handschriften häufig hat, dass in einer Werkstatt einer zuständig ist, den Text zu schreiben, einer zuständig, die Illuminationen zu machen und jemand anderes noch die Rubrizierung vielleicht macht. Sondern die Medinger Handschriftenproduktion ist ein Teil der Ora et Labora Einstellung der Nonnen, ein betendes Arbeiten oder arbeitendes Beten, indem man für sich selbst und für die eigene geistliche Ausrichtung die, sich ein Gebetbuch zusammenstellt. Das heißt, von diesen 50 Handschriften, die aus Medingen sind, sind nicht zwei identisch. Sie greifen alle auf die gleiche liturgische Struktur zurück, aber gestalten die persönlich aus. Und das kann man ganz gut zeigen an einer Reihe von Handschriften, die den Eigenaposteln gewidmet sind. Das hat auch in gewisser Weise mit Personifikation zu tun, denn die Nonnen unterhalten sich mit den Aposteln in gleicher Weise, wie sie sich auch mit dem Herrn Ostertag unterhalten, indem sie nämlich die Apostel sich vorstellen als weltliche Fürsten, die zu Besuch kommen an ihrem Festtag. Man muss also sich vorbereiten, indem man die Herzensstube vorher ausfegt am Vorabend des Apostelfestes. Und am Abend des Apostelfestes zündet man nochmal ein Licht an und leuchtet ihnen nach Hause, damit die Herren nicht im Dunkeln weggehen müssen. Und jede von diesen Nonnen, zum Beispiel die drei Schwestern Elebeck, Tiburg, Elisabeth und Mechthild Elebeck, hatten jede einen anderen persönlichen Apostel und haben für den zugeschnitten ihre Gebetbücher hergestellt. In ähnlicher Weise personalisiert sind auch die Ostergebetbücher. Und damit Sie sich überhaupt die Dimensionen einmal vorstellen können, habe ich Ihnen jetzt einen Screenshot von einem Filmchen drauf gezeigt. Als ich das letzte Mal die Handschrift in Hildesheim mir angeschaut habe. Und zwar landete diese Handschriften in Hildesheim während der Reformationszeit, als die Äbtissin einige der wertvollsten Handschriften in katholische Sicherheit gebracht hat, als noch nicht klar war, wie es ausgehen würde mit dem Herzog. Und die sind dort in der Dombibliothek geblieben. Sie sehen, es sind wirklich Handschriften in dem Sinn, dass sie auch in der Hand gehalten werden können und dass sie überall hin mitgenommen werden konnten auf den Nonnenchor. Das heißt, sie können während des Gottesdienstes, während des Osterfest-Gottesdienstes mitlesen und quasi eine Untertitelung des Ostergeschehens auf ihre persönliche Situation hin ausrichten. Ich habe dort gerade aufgeschlagen auf dem Bildschirm die Seite mit der Begrüßung des Ostertages, die Sie hier sehen.
in der sehr viel besser auflöslichen Form der Neudigitalisierung, die über das Polonski-Projekt finanziert wurde. Und habe Ihnen links da einmal den Gesamtaufbau der Handschrift gezeigt. Es folgt also dem liturgischen Ablauf von Karl Samstag mit der Begrüßung, der Vorbereitung auf das Fest, bis dann hin zum letzten Sonntag nach Ostern. Es hört vor Himmelfahrt auf. Da würde dann das nächste Gebetbuch anfangen für die Himmelfahrt- und Pfingstzeit. Und Sie sehen, jeder Teil ist aufgegliedert in die Gebetszeiten, also Matutin, Prim und so weiter. Dazu aber auch noch weitere, es fängt an mit dem Aufstehen am Ostersonntag auf Folio 32 Recto, fängt es also schon frühmorgens vor Sonnenaufgang an zur Stunde der Auferstehung. Dann kommt eine Prozession zum Heiligen Grab und dann kommt die Matutin und dann kommt die Ostermesse. Und Sie sehen, es sind teilweise Sachen rot geschrieben, teilweise Sachen schwarz geschrieben. Das beruht auf der Tradition der Rubrizierung von Handschriften, hat aber hier stärker eine dekorative Funktion. Wenn Sie rechts sehen, da sind drei Zeilen rot geschrieben und dann hört es drei Zeilen schwarz. Das heißt, es ist nicht eine Aufteilung nach Rubrik und normalem Text, sondern es ist eine dekorative, tapetenförmige Streifeneinteilung. Aber trotzdem ist das Ganze durchsetzt mit etwas, was man als Andachtsanweisung bezeichnen könnte, die nicht nur die Gebete aufnimmt, sondern auch genau, wie diese Gebete zu besprechen sind. Also nicht nur, dass man das Salve Festa Dies spricht, sondern auch mit welcher inneren Gemütsverfassung das zu sprechen ist und wie dieses Ganze ausagiert werden muss. Es ist also eine Art Regiebuch für die Nonne, die ein inneres Drama aufführt, wo sie eine führende Rolle einnimmt, also ein bisschen wie ein Rollenspiel, das man auf sich selbst zuschneiden kann. Hauptprotagonistin trifft sie nun auf die verschiedenen Leute. Sie trifft auf Maria Magdalena, aber sie ist auch gleichzeitig Maria Magdalena, die Christus nach der Auferstehung im Garten begegnet. Und ist einerseits diejenige, die die Pferden in der Hand hat, ist aber gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft, die dieses durchführt. So etwas, wie wir jetzt hier gemeinsam über den Bildschirm uns individuell auf dieses Geschehen konzentrieren können. Die Smiley-Sonne, die Sie rechts sehen, ist so etwas wie das Markenzeichen der Medinger Handschriften. Und das ist, wenn ich die irgendwo jetzt gesehen habe in der Handschrift, wusste ich immer, gut, das ist auf dem richtigen Pfad. Das ist wie eine Art persönliche Handschrift der Nonnen. Diese Zackensonne, die aber ganz klar ein Gesicht hat. Und nicht ein betrübtes Gesicht wie Sonne und Mond bei der Kreuzigung, die ihr Gesicht verhüllen, sondern eben das Halbrund der Sonne ist tatsächlich wie ein lächelnder Mund ausgeformt.
Und dieser Goldauftrag ist in einem letzten Schritt auch von der Nonne, die das geschrieben hat, aufgetragen, richtig fett. Sie sehen hier, Ecce dies oritur in cuius orto aureo sol Christus oritur qui ultra non moritur. Christus, die Sonne ist aufgegangen und wird jetzt nicht mehr sterben. Das heißt, Sonne, Tag und Christus überlappen, überschneiden sich und sie werden gemeinsam zum Gegenüber für die Nonnen. Sie sehen, dass die Nonnen aufgefordert werden, Dicentis cum jubilo, das zu singen, Illuxit Deis quam fecit dominus mortem devastans et victor suos apparens. Das ist ein Stück aus der Sequenz Laudes Salvatori, die in Meding am Ostertag von den Nonnen auch tatsächlich gesungen wurde. Und deswegen haben die Nonnen unten das auch als Sprechblase. Sie haben also oben einmal als Text des Gebetbuchs die Feier des Tages, der aufgeht. Und unten in der Hand der Nonnen diese Sprechblase mit dem Gleichen. Und sie werden in diesem Unternehmen unterstützt vom Kirchenvater Gregorius dem Großen, der bestätigt, es handelt sich tatsächlich um den wichtigsten Festtag, denn er geht allen anderen Festtagen an Feierlichkeit vorüber. Und die Laien antworten, wie sie es auch im Ostergottesdienst tun, mit: Also heilig ist dieser Tag, dat in Nehmann fulle Loven macht. Das Gleiche, was wir schon im Wichmannsburger Antependium gesehen haben. Gleichzeitig singen die Engel mit Exultemus et letemo hodie, dies iste, dies est, Letizie. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Dieser Tag ist ein Tag der Freude. Das ist also 1478 geschrieben von der Nonne Wienheit von Winsen für ihren eigenen Gebrauch im Kloster in Geising. Jetzt zu der Handschrift Gotha. Die ist nicht eben für eine Nonne für sich selbst geschrieben, sondern von einer Nonne für eine ihrer Schwestern. Ich hatte die drei Schwestern Elebecke schon genannt, die Apostelgebetbücher für sich geschrieben haben. Diese Schwestern haben eine vierte Schwester, die ich damit blau markiert habe, Anna. Und Anna heiratet 1485 Heinrich von Töbingen, Sülfmeister und Bürgermeister. Und Schwestern im Kloster schreiben nun für sie eine niederdeutsche Version ihres lateinischen Gebetbuchs, wo sie dann auch Gebete für Heinrich Töbing, Sie sehen seinen Namen oben auf der Seite, Heinrich Töbing, meinen Lebenmann Heinrich Töbing, einbeziehen. Etwas großer formatig, ich habe es einmal nebeneinander gelegt, die Nonnenhandschrift und die Handschrift für die Sülfmeisterin. Aber mit den gleichen Textelementen, die wir auch in der lateinischen Handschrift gesehen haben. Ich sehe, ich habe schon zu ausschweifend geredet, ich gehe es jetzt nur zügig durch. Es fängt auch für die Sülfmeisterin an, in dem Moment, wenn die Sonne aufgeht, an der Dageringe, wann der allerhöchste und größte Paschgedach wel upgan.
dann wird sie aufgefordert, die auserwählte Seele sich zu freuen. Wente nu spedet uns entgegen dat nühe fröhliche Morgenrot an dem schönen Upgange der Gottheit und der Menschheit, die also fröhliche an dem Grabe spälet heft, wann da also sich de blönde Rose updeit, wann der Dach upgeht von der Sötigkeit des Taues und von dem Schiene der Sonne und Gift ehren Roke von sich, also wird nu der König der Ehre krönet durch den Säge seiner göttlichen Upstandige und sprang ut dem Grabe also ein Hinde, die von Freuden in dem Upgange des Tages bringet und bedrabet, dass das ganze Erdreich sich bewegt von großer Freude. Es ist eine Textmontage aus Elementen des Hohen Liedes, also die Hirschkuh, die im Tau springt, kommt daher. So springt Christus, Sie hatten das gesehen, in dem Wichmannsbogen Antependium aus dem Grab mit einem Sprung. O du innige Seele, die du gisterne an Herdeken betet hast und ladet hast, diesen gut erwählten, hochgeloveten, honigflähenden und himmlischen Oder da. Seht, die geht nicht nur up, in dem guldene Upgange, den beschaue die in Fröhlichkeit dienes Herzen. Sie hat also gestern drum gebeten, dass doch der Herr Ostertag zu Besuch kommen möge. Jetzt kommt er tatsächlich dahergegangen und die Sylphmeisterin blättert um und siehe da, da ist er. Sie sieht also die gleiche Smiley-Ostersonne, die die Nonne auch in ihrem Gebetbuch hatte. Und links hält ein Bischof den Text, den wir in Gold geschrieben gesehen hatten, in der Hildesheimer Handschrift. Gregor sitzt auch da. Der vertritt dieses Mal die Nonnen, indem er das Lateinische singt, was ja eben nicht von der Bürgermeisterfrau gesungen wird. Das heißt, er hat das Eluxit Dies quam fecit Dominus. Gelehrter mit Gelehrtenkappe auf der rechten Seite weist auch mit einer Notarhand auf den Text hin und bringt die lateinische Vorlage für den Gesang, den die Laien singen, mit dem Salva Feste Dies, Toto Venerabilis. Und unten kommt noch ein Zitat aus dem Exultet, was in der Osternacht gesungen wurde, das den fröhlichen Wechsel thematisiert, die unschätzbare Liebe, dass der Knecht, der Sklave erlöst wird und du den Sohn dagegen verraten hast. Das heißt, es sind lauter Zitate, die die Bürgermeistersfrau im Gottesdienst auf Lateinisch gehört hat und die werden nun auf Deutsch für sie kommentiert und zugänglich gemacht. Nu ist Gottes Sohne klarifiziert und die Menschheit ist undötlich geworden. Der Tempel seines alterhilgesten Lichames ist also lustlichen Wäderbuvet und mit dem Golde seiner ehrbaren Gottheit Tomalen verguldet. Das heißt, der Tempel seines Körpers ist vergoldet. Und die Gottheit ist die Vergoldung der Menschheit. Und das ist, wenn Sie sich angucken, diesen fetten Goldauftrag, den die Nonnen da auf die Handschrift legen, ist das auch tatsächlich eine Art Umsetzung dieser Sache. Denn eine Besonderheit, die ich bisher noch nicht erwähnt habe, der Handschrift, ist, dass sie durchgängig auf Pergament geschrieben sind. Wir bewegen uns in der Zeit kurz vor 1500. Das heißt, Pergament ist nicht das normale Mittel der Wahl für Handschriften. Häufig haben die Nonnen tatsächlich älteres Pergament abgekratzt, um Pergament für ihre Handschriften zur Verfügung zu haben. Es hat etwas für sie damit zu tun, ich kann darauf auch in der Diskussion noch mal länger eingehen, tatsächlich, dass das Wort ward Fleisch.
Und die Hautform des Pergaments hat eine ganz wichtige Rolle. Das zusammen mit dem Gold seiner ehrbaren Gottheiten. Wenn die Gottheit unter der Menschheit ist also zusammende gevögelt, dass ein von dem anderen nimmer schäden soll. Des scholle wir uns alle freuen, wenn Gott will unser Trost sein. Kyrie, also Gott will unser Trost sein, wieder ein Zitat aus dem Christ ist erstanden, also dem Gesang, den die Bürgermeistersfrau am Ostertag machen würden. Ja. O du lebe Mensch, seh nu up mit den Augen, die es härten, und schaue den Dach der wahren Sonnen, die dir nur von der Helle kommen ist. Darum berede die Härte, dass du diesen ehrlichen, hochtitelken Osterdach werdeken begahen mögest. Gar eme entgegen mit den Pfoten der Begehringe, den Füßen der Begierde, recke ut die Arme deiner Seele und empfange ene mit fröhlichem Herzen und sprick mit Innigkeit, illuxit dies, quam fecit dominus. Da kommt also wieder das Zitat aus der Ostersequenz rein. Und ich dachte, ich gebe Ihnen wenigstens einmal einen Ausschnitt, der Ihnen diese Dreidimensionalität des Goldauftrags, die keine professionelle Werkstatt gemacht hätte, weil es viel zu verschwenderisch mit Gold umgeht, sondern die tatsächlich die Materialität dieses goldglänzenden Tages hervorhebt. Willkommen siehst du, aller fröhlichester Osterdach. Willkommen siehst du, aller wunniglichster himmlischer Dach. Du bist all der Tage Ehre. O hohe Werde Paskedach, o edle Paskedach. Ich entfadig mit allen meinen Kräften. Du bist ein Edelkeit des Jahres, ein Zierheit der Mahnde, der Blumen, der Gras, der Vögel, der Sonne und Mahne. Und alle Kreaturen freuen sich gegen dich und lobe dich. Ich meine die, o du lebendige himmlische Dach, Jesu Christe. Hier kommt also das erste Mal in dem Niederdeutschen nochmal wieder eine Engführung von Tag und Christus. Und empfange die, o edelsche, o seltsene, o wunderliche Kleinade, Kleinod, an meiner Seele Arme. Daue uns durch deine milden Gnade an meines Härtengaden, den Sötendau deiner göttlichen Sötigkeit, dat darin wachsende Blumen meine Gefahre, dass du mein Söte lief in den Blomeken mögest lustiglichen Weiden, dass ich säkerken mögest bräken. Mein lief, dat komme in meinen Garten, dat er äte de Frucht seine Appele, und dat du, Söte läf, so deine Lust an mir finden möchtest, dass du säkerst meiner Seelen, du bist mi in Garde der Wunde, und dat du, Söte Paskelamm, zu allen Tiden Weide an mir finden möchtest, und dat ich mit die möge jubilieren und meine Freude haben. Das helpe mir der milde Gott, Dosina fröhlichen Ubständige. Amen. Das heißt, hier gehen ganz viele Bildbereiche ineinander über. Die Hauptbildspendebereiche sind Hohelied, der Garten, der beschlossene Garten, die Äpfel, die gegessen werden, das Blumenpflücken. Und die Sprache der Psalmen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und das in der Transformation, die in der Mystik und in ihrer popularisierten Form in der Devotio Moderna vorgenommen wurde. Das Ganze eigentlich gefiltert eben durch die Hymnik der Sequenzen und Leisen, aber dann neu zusammengesetzt zu einem wie begehbaren Bild, in dem sich die Nonne bewegen kann und die verschiedenen Rollen annehmen. Damit komme ich zum Schluss und Perspektiven, wie vergegenwärtigen sich die Nonnen eben den Ostertag über verschiedene Methoden. Ich habe Ihnen dazu als Bild nochmal die Ostersonne eingeblendet.
aber später in der Handschrift, in der Heidelberger Hand, in der Hildesheimer Handschrift. Und zwar ist es jetzt die untergehende Sonne. Sie sehen die Sterne um den Smiley herum. Und statt Salve ist es jetzt Vale, o dies Pascalis. Vale, Vale, Valias et post annum litanta retias. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen und mögest du nach einem Jahr wieder zurückkommen. Es wird tatsächlich dieser ganze Bogen, der Sonnenbogen, aber auch der Bogen des Besuchs durchgespielt. Und die Nonnen nutzen tatsächlich die Parallelführung des liturgischen Tagesablaufs mit dem eines weltlichen Herrschaftsbesuchs, um sich durch den Tag zu imaginieren. Und Sie sehen unten links, die Nonnen singen wieder lateinisch, Vale, o dies, orientalis et solaris, auf Wiedersehen, Ostertag. Und die Laien singen, o Sötedach, wolltest du bei uns blieben? O süßer Tag, ob, wenn du doch bei uns bleiben würdest. Personifikation als Andachtsstrategie. Und was mir aber bei der Vorbereitung dieses Vortrags auch noch auffiel, war, wie viel Parallelen es auch gibt zu der Art, wie über die Digitalisierung und die Zusammenführung von unterschiedlichen Beständen auch so eine Art Assoziationsnetz hergestellt werden kann. Ich hätte die Arbeit an den Handschriften nicht machen können ohne die verschiedenen Digitalisierungsinitiativen und die Zusammenarbeit mit interdisziplinär zwischen verschiedenen Gruppierungen. Insofern kann man sich eigentlich die Begegnung der Nonnen mit dem Herrn Ostertag durchaus wie ein Zoom-Meeting vorstellen, wo die sich einblenden, denn die Nonnen und die Laien waren ja nie gleichzeitig präsent. Sie preisen gemeinsam, aber in Vereinzelung den Ostertag. Die Nonnen waren 1478 zu der strikten Klausur zurückgekehrt. Das heißt, die Mädchen traten ein mit 7 Jahren ins Kloster und sahen dann ihre Verwandten höchstens einmal noch durch Sprechgitter später. Aber in der Vergegenwärtigung des Ostertages, in dem Austausch von Handschriften, können sie gemeinsam diese Liturgie durchführen und sind in dieser gemeinsam imaginierten Begegnung zu einer Gemeinschaft verbunden. Eine meiner Lieblingskarikaturen ist von einem amerikanischen Künstler, der Nonnen dabei zeigt, wie sie sich zusammengetan haben. I really do feel empowered. I should have joined a gang years ago. Und ich hätte eben auch diese Arbeit nicht machen können, ohne Leute, die, mit denen ich auch über Ferne zusammengearbeitet habe. Und ich möchte diesen diesen Vortrag eigentlich zwei Frauen widmen, die mich auf dem Weg hierher begleitet haben und die ich auch über dieses Medium nochmal versuchen möchte, zusammenzubringen. Und die beide in der letzten Woche gestorben sind. Ulrike Hatscher-Burger, mit der ich zusammen das Handbuch des Medinger Propsts herausgegeben habe und mit der ich
überhaupt zuerst so wirklich digitale Vernetzung erprobt habe. Wir haben, also sie war in Amsterdam und ich in Newcastle und Beate Braunier als Dritte im Bunde war in Berlin. Und wir haben also 2013 drei Monate lang täglich ungefähr eine Stunde geskypt, um die Edition fertigzustellen. Und mit Erika Bauer war das auch so, dass ich mich an ihre Stimme übers Telefon aus meinen ersten Tübinger Zeiten erinnere. Und zwar kam ich 1995 nach Tübingen und hatte von Sprachgeschichte minimal Ahnung. Und sie kam auf mich zu und sagte auch als Akt der Frauensolidarität, denn es war doch ein sehr männerlastige Abteilung mit nur Anna Mühlherr sonst außer mir als Frau in der ganzen Abteilung. Sie würde alles tun, um mir unter die Arme zu greifen. Und sie machte das in Privattutorien, indem sie einmal pro Woche bei mir anrief. Und wenn ich abnahm, hörte ich nur Kichern am anderen Ende und sagte, vorhanden? Und dann musste ich sagen, das deutet auf U-Deklination hin, denn sonst müsste es einen Umlaut haben mit Hände. Und genau auf diesen Punkt wollte sie hinaus, dass Hand von der I nach der U-Deklination, zur U-Deklination wechselt. Oder sagte mir einfach ein Verb-Paradigma auf übers Telefon. Und die ganzen Jahre dann auch blieben wir in Kontakt über gerade Weihnachts- und Osterbotschaften. Und insofern wollte ich Vergegenwärtigung, Gegenwart und Vergangenheit auch damit beschließen, mit einer hoch auf die Frauen, die mir dieses Netzwerk ermöglicht haben, die es das erlaubt, mit den Nonnen in Verbindung zu stehen. Vielen Dank.